الآن Können wir innerhalb von 3 Monaten schon 3 Babypaare haben. Dann können wir innerhalb von 1 Jahr inshallah 180.000 Broschüren drucken, die wir rausgeben. Dann können wir vielleicht in 5 Jahren einen Fernsehsender machen. Und das für 1 Euro. Und glaub mir, Allah gibt so viel Baraka. 1 Euro. Tut keinem Menschen weh. Glaub mir, du hast einen Red Bull gekauft, da sind 25 Cent drauf. Ja? Und dann sagst du, ach komm, ich hab keinen Bock. Ich schmeiß den Müll ein. Stimmt's, Allah? Stimmt's? Es ist doch tatsächlich so. Ach, 1 Euro, das interessiert keine Menschen. Aber hier kommt dann der Scheitan wieder. Ja, vielleicht wollen die sich bereichern, vielleicht wollen die sich bereichern. Ach, soll ich was sagen? Ich krieg noch nicht mal Hartz IV. Ja, ist so. Wenn ich bereichern will, ja, und ich bereichern will, dann mach ich weiter Profiboxen. Hätte ich das weitergemacht. Und außerdem bist du nicht für mich verantwortlich, du bist für dich verantwortlich. Innamal amalu binniyat, die Taten sind entsprechende Absichten. Deswegen, wir werden jetzt auf der Seite das einrichten, weil anders geht es nicht. Und jeder Muslim muss sich verpflichtet fühlen, Gas zu geben, um nach vorne zu gehen. Ansonsten kommt nicht weiter. Wenn wir immer verstreut sind und der eine macht da was und der andere da was. Und ich frage ganz ehrlich, und ich habe schon in vielen Moscheen erlebt, hast du es einmal erlebt, dass in deiner Moschee gesammelt wurde für Dauer? Nein. Gibt es nicht. Es wird gesammelt für die Moschee. Für Klopapier, für irgendein Fest, für Essen, für Fressen, für Saufen, für Tanzen, für Springen, für Hüpfen. Das ist das Problem. Und Fußballturnier. Danke, dass du mich das erwähnt hast. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass eine Moschee, vielleicht gibt es das Leute, in einem Freitagsgebet, und wir haben 50 Wochen ungefähr im Jahr, gesammelt hat, damit man Broschüren drucken kann, damit du deinen Nachbarn vor der Hölle retten kannst. Habe ich noch nie erlebt. Wie kann das sein? Und glaubt es mir eins. Glaubt mir eins. Wenn wir nicht anfangen, so zu arbeiten, dann wird Allah und noch eine Strafe auf uns absenden. Glaubt es mir. Wenn wir nicht anfangen, die Stimmung hier wird immer düsterer. Die Stimmung hier in Deutschland wird immer düsterer. Glaubt es mir. Früher, wenn meine Frau über die Straße ging, sind die Kleine blöd angemacht. Jetzt sieht die Sache schon anders aus. Geh mal in die Internetforen. Da sind Leute, die bereit sind zu töten. Da sind Leute, die sich darüber freuen, wenn ein Muslim abgestochen wird auf der Straße. Da sind Leute, die so feindlich sind, du brauchst nur das Horn zur Reichskristall nachzublasen, geht dir die Post ab. Glaub es mir. Ich mache keine Witze, ich spüre es an eigenem Leib. Ich spüre es an eigenem Leib durch die ganze Hetzkampagne in den Medien. Und die sind dafür verantwortlich. Die Juden waren in Deutschland besser integriert als die Muslime. Und die sind abgeschlachtet worden. Die Bosnier waren dort in Serbien oder in Jugoslawien besser integriert als wir hier. Und die sind abgeschlachtet worden. Diese Hetzkampagne wirkt immer. Wirkt immer und die wird wieder wirken. Und du wirst dich wundern. Weil wenn man sagt, und das ist etwas, was Leute wie Goebbels gesagt haben, wenn man den Leuten Angst macht, sind die bereit, alles zu tun. Brauchst du Angst zu machen? Schau dir die Filme an, die Hetzfilme gegen die Juden. Jud Süß und der ewige Jude. Die Propagandafilme aus dem Nazireich. Und schau dir das an, was heute im Internet praktiziert wird. Schau dir das an. Genau dasselbe in Grün. Früher haben sie die Juden gezeigt, wie sie die Tiere geschächtet haben. Guck mal, was das für Menschen sind. Wie grausam die sind. Heute zeigen sie die Muslime, wie sie die Tiere geschächtet haben. Genau dasselbe in Grün. Früher haben sie gesagt, guck mal, die Juden, die kontrollieren alles, die fressen es von ihnen. Heute sagen die, guck mal, wenn wir die Muslime nicht stoppen, dann werden wir gefressen und unsere Kinder, unsere Enkel. Genau dasselbe in Grün. Genau dasselbe Schema. Was früher gewirkt hat, warum kann das heute nicht wirken? Was früher gewirkt hat, warum soll das heute nicht wirken? Du brauchst nur den Menschen das Gehirn zu vergiften, eine Gehirnwäsche zu verpassen, und dann geht dir die Post ab. Und geh mal in die Foren rein und schaue dir an. Und ich garantiere dir, heute sind 10.000 Menschen in Deutschland bereit zu schlachten und zu vergasen. Warum? Du brauchst nicht zu sagen, die Muslime sind Ratten, die müssen wir loswerden. Dann geht die Post ab. So einfach ist das. Und deswegen gebe ich jedem den Tipp. Brüder im Islam, Schwestern im Islam.
versucht euch an dieser Seite zu beteiligen. Denn wir brauchen eure Hilfe. Wenn jeder 1 Euro im Monat spendet, dann können wir demnächst große Hallen mieten. Dann können wir andere Sachen machen. Dann können wir Videokameras mieten. Und ihr habt uns gesehen, wir nehmen keinen Beitrag, wir nehmen keine Gage für diese Sachen. Sondern wir kommen in einem kleinen Auto, wo mit 4 Mann drin sitzen, das bald abquetschen. Ja. Und so froh, dass wir sind froh, dass heute uns einer eine Videokassette geschenkt hat. Kannst du dir vorstellen, ich muss die Videokassetten selber kaufen. Kannst du dir vorstellen? Kannst du dir vorstellen, ich will nach Holland fahren und will dort die islamische Schule aufnehmen, damit die Deutschen das sehen, damit die Muslime in Deutschland sehen, ich habe kein Spritgeld dafür. Kannst du dir vorstellen? Ach, das ist das Problem. Stattdessen wird das Geld gespendet für irgendwelche Restaurants, die sich Moscheen nennen. Und das sage ich ganz offen und ganz klar, weil ich kein Wort von Mund nehme. Kein Blatt von Mund nehme, kein Wort von Mund. يطول بهم أمد اليوم أو إن طال غد سترى جموعهم بدت سترى جموعهم بدت واشهد علينا يا زمن واشهد علينا يا زمن واشهد علينا يا زمن واشهد علينا يا زمن